Hallo liebe Gartl- und Werkeln-Fans, in der Videoserie geht es darum, dass wir bei meiner Heckenschere eine Wartung durchführen. Wir werden das Ganze in mehrere Einzelvideos zerlegen, sodass jeder von euch nur die Sachen ausschauen kann, die er dann wirklich braucht. Und wenn euch das interessiert, nach dem Intro geht's weiter. Damit wir die Wartung beginnen können, werden wir als erstes einmal das Schwert ausbauen. Wir werden die Schermesser zerlegen, sodass wir jedes Messer für sich haben. Und für das müssen wir auf alle Fälle einmal zuerst den Gehäusedeckel runter tun und den Ein-Ausschalter auf Off stellen. Und was wir noch machen müssen, ist den Zündkerzenstecker entfernen, sodass da nichts mehr passieren kann. Für das Ganze brauchen wir in dem Fall einen 4er-Imbus. Da gibt es da so ein Wartungsloch durch den Griff. Die Schraufen von dem Gehäuse ist jetzt heraus, die ist so durchaus gegangen. Damit man den Gehäusedeckel jetzt da entfernen kann, muss man das ein bisschen aufkippen. Dann geht das so raus und man kann das dann bei dem Griff entlang ausführen. Den einen Ausschalter haben wir ja vorher schon ausgeschaltet gehabt. Was wir jetzt noch machen müssen, ist den Zündkerzenstecker abziehen, damit bei der weiteren Vorgehensweise nichts mehr passieren kann. Der nächste Schritt ist das Lösen von den zwei seitlichen Montageschrauben, wo der Vibrationsgriff festgemacht worden ist. Für das brauchen wir einen normalen 5er-Imbus und für die Schrauben an der Bodenplatten brauchen wir einen 4mm-Imbus und zusätzlich brauchen wir noch zwei 8mm Maulschlüssel. Dann sollte es eigentlich funktionieren. Damit können wir die Schutzplatten von der Getriebebox übernehmen. Die Schrauben haben wir entfernt, da waren da hinten noch zwei Imbusschrauben. Und damit können wir den Getriebeunterteil übernehmen und sehen zu den Messer zu. Da ist das Getriebe jetzt drin, damit sich die Schermesser bewegen gegeneinander. Und da vorne sind noch zwei Schrauben, die können gelöst und dann sollte das Schwert normalerweise übergehen. Damit wir das Schwert aus der Getriebebox rauskriegen, müssen wir die Kontermuttern auf der Gegenseite, auf der Oberseite vom Schwert lösen. Dann geht das auseinander und man kann das rausheben. Wir werden ja die restlichen Teile demontieren und dann kann man das Schwert in die Richtung abziehen, ganz normal. Das Ganze festhalten, das wogelt alles ein bisschen. Dann einfach das Schwert übernehmen. Und dann kann man das Schwert an sich zerlegen, sodass die Schermesser beide extra sind und den Nachschärfvorgang weiter fortsetzen. Ich werde das Ganze jetzt einmal wegräumen, Platz machen und dann sehen wir uns wieder. An der Stelle hätte ich noch einen Tipp für euch, wenn ihr irgendwas zerlegt, es muss jetzt nicht so ein Gerät sein, sondern es kann irgendwas sein, legt die Materialien in der Reihenfolge hin, wie ihr es zerlegt habt. Dann könnt ihr es dann wieder leichter zusammenbauen, braucht es nur gegengleich machen. Unser nächster Vorgang ist das, wir werden die Schermessergruppe zerlegen. Für das müssen wir die Muttern lösen, die Schrauben durchschrauben, dann sollte normalerweise die Führungsplatten, der obere Teil, der Schermesserschutz, das ist das untere, das ist die Auflagefläche, damit nichts passiert, und die Schermesser an sich auseinanderfallen. Und dann kann man mit den Schärfen beginnen. Und bevor wir das anfangen, brauchen wir auf alle Fälle eine Handschuhe. Die Schermessergruppe haben wir jetzt zerlegt. Die Führungsplatten ganz oben, dann die Distanzen, wo die Schrauben reinkommen. Das erste Schermesser, das zweite Schermesser. Dann haben wir den Schermesserschutz, der am Boden ist. Dann haben wir die Montageplatte, wo die Quint drinnen sind und so eine Gleitschiene, die zwischendrin verbaut ist. Bevor wir da jetzt weiter tun können, müssen wir einmal die Oberfläche von dem Messer einmal grob reinigen. Ich habe für den Zweck zwei verschiedene Drahtbürsten da, eine gebogene mit einer bisschen einer breiteren Auflagefläche, da kann man schön zubearbeiten. Und eine zweite, die ist dreireihig. Wobei die Drahtreihen in der Mitte zusammenkommen, das heißt,
Man hat eine sehr schmale Auflagefläche, die relativ kompakt ist, die geht auch nicht wirklich auseinander. Und so kann man den Dreck von der Oberfläche, den eingetrockneten Pflanzenbrei, die Harze und den sonstigen Dreck, Schmiermittel teilweise, was alles so verpickt ist, kann man oberkratzen und das Ganze einmal ein bisschen säubern und für die weitere Verarbeitung dann vorbereiten im Endeffekt. Damit wir das auf der Werkbank fixieren können, brauchen wir einfach ein Stück Restholz. Ich habe da ein Stück von meinen Palettensteher. Das ist insgesamt ein bisschen länger als wie das Messer an sich, so dass man das ordentlich fixieren kann. Das Problem bei den meisten Messern ist, dass auf einer Seite der Zapfen steht, wo die Schwungscheibe von dem Getriebe einhakt, damit die Messer gegengleich laufen. Jetzt ist es so, habe ich mir gedacht, wir werden da einfach ein Loch reinbohren in das Holz, im Durchmesser von dem Zapfen, den dort einlegen und dann ist das an und für sich plan. Den Zapfen können wir versenken, das ganze Ding liegt jetzt schön plan und eben auf dem Holzstickel auf, so dass wir es fixieren können. Starten dort das Ganze mit einer Grobreinigung von den Schmiermittel und Fettrückständen. Die wischen wir einfach an. Dann wird das Messer auf den Holzstickel fixiert. Wer will, kann es in der Mitte auch anschrauben mit einer Beilagscheibe. Dann ist es in der Mitte, liegt es in der Mitte auch ordentlich auf. Ich nehme jetzt einmal einfach die gebogene Drahtbürste her und fahre in der Diagonale von den Zähnen einmal entlang. Immer in eine Richtung, von der Zahnmitte nach außen und auf der Gegenseite genauso. Ich arbeite mich von Zaun zu Zaun durch und probiere die gröberen Verkrustungen an der Oberfläche zu lösen. Was ich vorher noch vergessen habe, ist, in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich das Gefäß mit den Schleifsteinen ansetzen, sodass die Zeit haben, das Wasser aufnehmen. Zum Prüfen der Oberfläche nehme ich an und für sich die Hand ohne Handschuh, fahre einfach drüber und spüre, wo noch was zum Nacharbeiten ist und wo nicht. Bei der Messerunterseite ist es jetzt an und für sich so, dass ich mit der Drahtbürste mit der breiten Oberfläche nicht mehr gut arbeiten kann. Den macht man teilweise die Schneide stumpf, weil die Drähte in die Vertiefungen eingängen. Ich wechsle auf die Drahtbürste mit dem Mittelteil mit dem Steifen und probiere, dass ich entlang der Unterseite von den Zähnen, ohne dass ich die Schneidkante berühre, den Dreck oberkratze. Zum Prüfen, ob die Oberfläche jetzt halbwegs glatt ist, fahre ich wieder mit den nackten Händen im Prinzip einmal drüber. Vorsichtig natürlich. Und spüre, ob noch ein Dreck um ist oder nicht. Der nächste Schritt wäre an und für sich der, dass ich mit dem nassen Schleifstein, mit der groben Oberfläche, jetzt ein paar Mal drüber fahre über das Messer, so dass sie die letzten Pflanzenreste einmal lösen und falls ein eventueller Grat vorhanden ist, der ebenfalls geglättet und entfernt wird. Nach einer gewissen Zeit müsst ihr den Schleifstein wieder eintauchen, sodass der wieder ein bisschen Wasser aufnehmen kann und dass der Dreck runtergespült wird. Das macht sich im Prinzip so lang, bis das ganze Messer einmal eine silberne metallische Oberfläche hat. Dann könnt ihr einmal darauf ausgehen, dass das Ganze plan ist und dann drehen wir es um, machen das auf der Gegenseite gleich. Ich mache da jetzt noch weiter und wir sehen uns später nochmal. Zwischenzeitlich kann man dann einmal auf die feine Fläche drehen und mit kreisenden Bewegungen die Oberfläche weiter veredeln. Wenn ihr die Oberflächen jetzt da durchpoliert habt, gereinigt habt, abgeschliffen habt, dass das halbwegs blank ist, dann kann man das einmal abwischen. Seid vorsichtig, sie wird schon ein bisschen schärfer jetzt da. Ihr macht es bitte mit Handsch. So schaut das Ganze im Endeffekt dann aus. Zum Vergleich, so hat es vorher ausgeschaut. Für die Messeroberseiten ist es natürlich gleich. Ich tue das wieder fixieren links und rechts und forme den Schleifstein wieder über die Oberflächen, bis das
silberblank ist im Prinzip. Die Oberflächen sind jetzt einmal soweit metallisch blank. Da ist es schön und unten ist es auch schön. Das ist plan, da ist kein Dreck mehr um. Gratis sind auch weg, ganz normal. Und jetzt kann man im Prinzip hergehen und uns die Schneidflächen widmen. Mein Messer hat zum Beispiel 3 Schneidflächen pro Zahn, an links, an rechts und an schräg, an der Spitze. Und ich werde es jetzt nochmal einspannen. Ich habe das Messer jetzt außerhalb von dem Hützel fixiert, so dass die Zähne drüber stehen, und werde jetzt einfach beginnen, mit der Feile einmal grob die Zahnflächen vorzurichten, so dass ich den Schneidwinkel habe, dass ich eventuelle Ausbrüche oder Einschlüsse oder sonstiges einmal eben mache an der Schneidfläche. Wenn dann noch was zum Korrigieren ist, werde ich mit dem Schleifstein einfach nochmal ein paar Mal drüber fahren, unterhalb den Grat dann abziehen, so wie ihr es vorher gesehen habt mit dem Schleifstein, und dann sollte es eigentlich passen. Dann wird es noch zusammengebaut und im Endeffekt wird es eingesprüht, eingeölt, und dann ist die Messergeschichte auch noch für sich erledigt. Wenn ihr eine Mühlfeile habt, oder so eine Nachschärffeile, mit der geht es ganz gut, das ist ein Einfachhieb, also die schrägen Spuren, was ihr seht auf der Feile, ist genau in eine Richtung. Ich habe sowas nicht, ich habe nur eine Kreuzhiebfeile. Aber der ist relativ fein, ich muss ein bisschen aufpassen mit dem, und man bekommt mit der auf alle Fälle ein bisschen mehr Riefen rein, also so Schleifspuren an die Fläche, und das ist ein gewisser Kompromiss. Ich muss es mit einem Schleifstein noch ein bisschen nacharbeiten, damit das halbwegs glatt ist, und dann läuft es wieder. Ne? Ich hoffe, der eine oder andere hat ein paar Infos mitnehmen können von euch. Wenn euch das taugt hat, gebt einen Daumen auf, abonniert unseren Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und beim nächsten Mal wird es gehen um den Austausch der Starterschnur. Das ist jetzt auch nicht so ein großes Thema. Allerdings muss man aufpassen, wenn das Gerät schon ein bisschen älter ist, gibt es ein paar Kniffe, dann funktioniert das auch. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, wir sehen uns dann wieder.